Das ist aber Jean. Oh, Jack. NBA steht für? National Basketball Association. Richtig, richtig. Und der Spieler mit den meisten Punkten, also die meist gesammelten Punkte kumuliert, alle Spiele insgesamt. Larry Bird? Nein, aber der ist ziemlich weit oben. Wer denn? Kareem Abdul-Jabbar. Really? Ja, Kareem Abdul-Jabbar ist ganz oben. Ich mag Larry Bird am meisten. Obwohl er schon lange, lange nicht mehr dabei ist. Nee, nicht Kareem Abdul-Jabbar, es war Dr. J. So rum war es. Was mit Larry Bird? Dr. J ist doch eigentlich ein Rapper, oder? Nein. Dr. J ist ein Basketballspieler gewesen. Ne? Larry Bird ist auch ein sehr guter Basketballspieler, allerdings von den Boston Celtics. Celtics, mein Lieblingsteam. Sehr gut für einen weißen Spieler, definitiv. Er hat das nicht nur für einen widerlegt, sondern ein White Man Can Jump hat er. Ja. Gemacht, ne? Und für die Leute, die es interessiert, die National Basketball Association bringt immer wieder Apps raus, ganz viele nämlich. Und das ist jetzt ein General Manager. Da kann man sich entweder mit seinem Facebook-Konto einloggen, man kann sich ein eigenes Konto erstellen oder man kann auch einfach quasi allgemein reingehen mit einem Namen allerdings, aber ohne sich so anzumelden. Also man muss sich einen Namen geben, aber ich habe mich jetzt AppSnack genannt und werde jetzt natürlich ein Team auswählen. Welches? Namens die Boston Celtics. Ja, muss ich glaube ich nochmal einloggen. Okay, Moment, ich gehe dann wieder kurz raus. Wir sind hier gerade mit dem Zentrum der NBA verbunden und die haben gerade mehrere Dunks gemacht und uns die Verbindung gekappt. Das kann durchaus passieren. Cool. So, starte mal. Da ist es. Dann möchtest du Boston Celtics verwalten. Ja, möchte ich. Du bist also quasi jetzt, du spielst den Manager. Ich bin quasi der Uli Hoeneß des Basketballs. Ja, allerdings nicht der Besitzer. Das ist ja mal was anderes da, ne? Zack, wir kommen in den Verein zu stellen. Ja. Guck mal, da fliegt der. Wie heißt der Kamerad oben nochmal? Der hat so einen Namen. Der da? Ja. Egal. Weiß ich nicht. 5 Millionen ist dein Startkonto. Du hast 25 Coins. Wir gehen halt gerade als General Manager. So. Guck mal, du kannst auch einen Transfermarkt, auch Rookies kaufen, beziehungsweise. Ja, und da jetzt hört es bei mir schon auf. Ne? Ich bin zwar Boston Celtics-Fan, aber ehrlich gesagt habe ich das letzte Mal vor 5 Jahren mal ein Spiel gesehen und ich weiß überhaupt nicht mehr, wer mitspielt in den ganzen Sachen. Das hier ist wirklich eine App für Basketball, Fans. Amerikanische Basketball-Fans. Weißt du, was das Problem hier ist in Deutschland, was die NBA betrifft? Das ist nicht im Free-TV. Das ist ein großes Problem. Ja, aber das ist eigentlich so ein cooles Spiel. Ja, genau. Und die Leute, das habe ich nie verstanden, warum das nicht geklappt hat. Ne? So Anfang der 90er wurde oftmals auf privaten Fernsehsendern NBA gezeigt. Ne? Und dann ist das in die Pay-TV-Dinger gegangen. Ich glaube, die NBA hätte einen großen Vorteil davon, wenn die endlich mal aus dem Pay-TV rausgehen. Und nicht so denken, dass die damit Kohle verdienen wollen. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass die das überhaupt nicht nötig haben, in Deutschland ausgestrahlt zu werden. Nee, die nagen am Knabbertuch. Am Hungertuch. Meinst du? Also man kann auf jeden Fall in dieser App auch noch, wenn man Punkte oder Coins kauft, Energie aufladen, Energy Drink. Ja, das ist so die interne Währung, die man so hat. Genau. Die kann man dann natürlich auch zukaufen. Das ist hier unten bei Shop. Es gibt Finanzen, kann man sich angucken. Die Bank, ich habe ja noch 5 Millionen, weil ich noch nichts gemacht habe. Die Mannschaft kann ich mir noch anschauen, die Aufstellung zum Beispiel. Und sehe, dass... Wer ist vorne? Wer ist der Point Guard? Einer von denen. Wer ist Center? Center Bradley. Wer ist Flügel, Emmy? Jenkins. Und wer ist der Fast Forward? Martin. Martin, steht hier. Und Deng. Da steht doch nicht die Position, was sie spielen, oder? Doch. Forward, Forward, Guard, Center, Guard. Ich kann auch lesen. Aha, das konnte ich nicht lesen. Ich habe gedacht, du würdest das anhand der Position. Du hast gedacht, ich wüsste das? Nein. Nee, wirklich, man kann ich ja anhand gesagt, der Position. Ich war ein Basketball-Fan quasi, aber nur zum Gucken. Fan. Und ich habe keine Ahnung, wer so mitspielt. Wie Nicolas Cage. So nee, nicht Nicolas Cage, sondern wie heißt er? Jack Nicholson. Mannschaftstraining kann man nämlich auch mit denen machen. Wähle die Spieler aus, die du trainieren möchtest. Ja. Geht dann einfach hier und dann sage ich mal, ich möchte gerne... Die können dann zum Beispiel ihre Ausdauer oder ihre Schussgenauigkeit ein bisschen verbessern. Und dadurch quasi den Spieler besser aufbauen. Am Trainieren steht dann hier. Am Trainieren? Am Trainieren. Aha, nicht trainiert, am Trainieren. Mhm. Das ist nämlich 1:1 aus dem Deutschen übersetzt. Der NBA-Generalmanager ist kein Bodenreiniger, wie man es vielleicht denken sollte. Der General? Nein, es ist der Manager. Und zwar für die laufende Saison der NBA. Und das ist die laufende Saison 2014, höre ich gerade aufs Ohr. Wir sind ein Zeitraumkontinuum. Was auch schön ist, dass es ganz auf Deutsch gehalten ist. Ja. Sehr, sehr gut gemacht. Und man kann viel Zeit damit verbringen. Ist kostenlos für euch im App Store. Erhältlich.